make a little sign that says Regisseur. Yeah? Huh? Regisseur. Regisseur. Yeah, on the chair. Someone else? Sound is da. Huh? Sound is da. Yeah. Sound is da? Good. Yeah. So. Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei XMichTV. Es ist Freitag, ich bin der Tobias, ihr seid hier in meinem Wohnzimmer. Herzlich willkommen auf Twitch, herzlich willkommen auf YouTube. Ich hoffe, diesmal stimmen die Titel, wir haben unser Bestes gegeben, dass dem so ist. Ich hoffe, es bricht auch nichts ab. Heute kochen wir, nachdem wir doch einige Male Fleisch hatten, die letzten Male, jetzt wieder ein bisschen vegetarisch-vegan. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in den Chat. Ich habe den Chat hier stehen und sehe den. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da oder einen Kommentar oder ein Follow. Freue ich mich. So, als erstes. Wir arbeiten ein italienisches Thema etwas anders auf, und zwar Verdure Miste, also einfach gekochte oder gedünstete Gemüse, ein hervorragendes Leftover-Essen. Wir machen es allerdings mit einem Miso-Tofu-Dressing. Mir geht es darum zu zeigen ein bisschen, was man alles mit Tofu machen kann, woran man noch nie gedacht hat. Und da gehört es dazu. Vor allem das Interessante ist eben in der Kombination mit Miso, das gehen wir dann einfach über die gedünsteten Gemüse drüber. Dann gibt es als zweites eine Hauptspeise. Und zwar verwenden wir heute diesen wunderbaren Schäler, mit dem man Zucchini in eine Art Spaghetti verwandeln kann. Dazu machen wir eine Soße, die wie Carbonara ist, aber sie hat keinen Speck, sie hat gebratene Pilze und sie hat auch kein Ei, sondern sie hat ein Mandelmus, die Knoblauch und Zwiebeln, und das mischen wir dann unter diese Nudeln. Das machen wir als allerletztes, das wird dann auch gleich gegessen. Und dann gibt es, weil wir hatten ja letztes Mal nicht den Ralf zu Besuch leider, weil der verhindert war, und haben da noch Rhabarber übrig und machen das Rhabarber-Crumble nach meinem Rezept. Wir werden es machen diesmal mit Mandelmehl und Vollrohrzucker, und damit beginne ich jetzt auch, weil das kommt dann in den Ofen und kann quasi schon mal 20 Minuten im vorgeheizten Ofen dünsten und backen, bis wir dann an die anderen Gerichte gehen. Wir werden heute auch ganz viel kochen, wieder mit Dampf. Wir werden alle Gemüse im Dampf machen, die es heute gibt. Also diese Zucchini-Nudeln, aber auch diese Verdure Miste vorher. Und da zeige ich euch ein bisschen, wie wir hier Reste verwerten können von dem, was noch vom letzten Mal übrig ist. Aber starten tun wir mit dem Crumble. Der Crumble kommt in solche kleinen Formen. Kann man auch kleinere nehmen, kann man größere nehmen. Ich verwende die hier. Ich habe auch unterschiedlich große. Da machen wir 4 Portionen. Und schauen mal, was sich ausgeht. Ich mache nochmal dieses Rezept an. Wir beginnen damit, dass wir die mal ein bisschen klein schneiden. Die sind schon leicht in Mitleidenschaft gezogen, wie ihr seht. Die lagen da schon etwas länger. Die Stellen schneide ich weg. Gewaschen sind sie. Also laut Rezept sollte man sie möglichst fein schneiden, damit sie auch in kürzerer Zeit im Ofen durch sind. Süßen tun wir sie mit Honig, ca. 400 Gramm, die verlieren sehr viel Volumen. Noch hat der Rhabarber Saison, das muss man nutzen. Hallo Harry, ich bin im Internet mit der an sich schnellen Verbindung. Wie ist es? Gut. Mein Cousin schaut nämlich aus Deutschland zu und sagt dann immer, wenn die Verbindung schlechter wird und besser wird. Gesundheit oder Corona, oder nein? Danke. Ich habe keine Corona auch, wenn ich Husten. Meine Husten habe ich seit Herbst, und da gab es irgendwie. Echt? Aha. Hartnäckiger Husten.
Wir werden es jetzt zum Spaß mal wiegen, wie viel denn diese 400 Gramm sind, die wir da verwenden wollen. 100, 200, 300. Also wenn du da auf Szene 2 klickst, ja, kannst du die Einstellung wechseln. Schau mal. Szene 2, siehst du es? Ja. Kannst du da hin und her schalten. Ich schalte jetzt mal das aus wieder. So. Also sie müssen nicht ganz regelmäßig geschnitten sein, sie müssen nur relativ fein sein, also keine ganz groben Stücke, wie wir das schon mal hatten. So, jetzt haben wir schon 300 Gramm. Ich glaube, diese paar Stangen, die wir da hatten, werden genau diese 400 Gramm sein. Kann man, wie gesagt, auch etwas älteren Rhabarber verwenden. Wir haben wieder Gäste hier. Und einen Hund. Also wenn es bellt, das sind nicht die Gäste, das ist der Hund. Eigentlich, wir haben keine Gäste. Wir haben Muppets. Muppets, sorry, ja. Wir haben immer noch nicht dieses Muppet-Board, wo sich die Muppets identifizieren können, welcher Muppet sie gerne wären. Du bist dieser Grumpy. Ich bin der Grumpy-Muppet, ja, das ist mal klar. So, also das süßen wir mit Zucker. Wir machen es heute nicht total low carb, sondern nur reduced carb und verwenden guten Zucker, also nichts Raffiniertes. Hier ein bisschen Honig, ich würde schätzen, da wird schon so. Ein bisschen mehr. 50 Gramm wären, glaube ich, ganz gut. Schauen wir es uns mal an. Ich habe keine Rolle. Weil heute Freitag ist, gibt es Cocktails. Da hat sich jemand zum Ziel gemacht, den Koch möglichst schnell besoffen zu machen. Also möglichst noch vor dem Hauptgang. Du kannst ihn ruhig benennen. Gell, Markus? Yes! Ist das meiner? Was ist es denn? Spice Me Up. Spice Me Up heißt der Cocktail des Tages. Das ist so fantastisch. Der Markus wird uns auch gleich erzählen, was da alles drin ist. Ich hab's gleich wieder. Jetzt, Markus. Bisschen noch. Es kommt ja in dieses Crumble. Auch noch Zucker. Gut, mischen wir gut durch. Nein. So, man gibt es jetzt da rein. Haben wir wahrscheinlich zu viel. Der Staubsauger ist bei dir. Ja. Aber heute. Also wenn es absichtlich was fallen lässt. Das Stück Rhabarber zum Beispiel freut sich der Hund. So, geht sich glaube ich ganz gut aus mit den großen Formen. Also das sind jetzt 400 Gramm, das heißt wir haben pro Form fast doch 100 Gramm. Ich vermute mal, das reduziert sich dann noch massiv. Haben wir jetzt alles aufgebraucht, wie ihr seht. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass wir diese Crumbles noch platt haben. Aber gut, werden wir sehen, wie sich das ausgeht.
Könntest du nochmal vielleicht auf Szene 1 schalten? Habe ich schon. Danke. So, ich koste mal einen Schluck Spice Me ab. Der Markus wird uns dann verraten, was drin ist. Did he go already? He makes more? Mm. Wow. It's very nice, yeah? Mm-hmm. Ziemlich gut. Crumble. Crumble versuchen wir, machen wir mal in diesem Gerät hier 100 Gramm warme Butter. Das sind jetzt ein bisschen mehr. Das sind vielleicht 120, 130. Im Rezept habe ich jetzt da noch Zitronensaft stehen. Beim Rhabarber brauchen wir, glaube ich, aufgrund dessen, wie sauer Rhabarber ist, nicht. Wir haben die Butter. Wir nehmen das. Ah, jetzt super, danke. I go pick up Iris. Iris, I'm coming! Mandelmehl. Soll ich schauen an? Mandelmehl wollen wir laut Rezept 200 Gramm. Also im, da haben wir Dinkelmehl. Wir versuchen es jetzt mal mit Mandelmehl, schauen, ob es geht. Was ist das Besondere an Mandelmehl? Ja, hat keine Kohlenhydrate, ne? Ja, und bindet es? Das werden wir jetzt sehen. Okay. Das werden wir sehen. Also, ich habe jetzt 100 Gramm. Ja. Why is it stuck? Ich habe jetzt 150 und versuche jetzt noch. Ich werde jetzt für die Bindung ein bisschen Leinmehl noch dazugeben, und zwar 50 Gramm. Neunundvierzig. Damit sind wir zufrieden. Und jetzt kommt da noch was rein, das ich da auch seit Ewigkeiten und nie wirklich verwendet habe. Ich nehme jetzt Kokosblütenzucker, einfach weil er da ist. Ja. Nochmal 50 Gramm. Es steht ein, was steht drin? Vollrohrzucker. Aber ich glaube, da kann man jetzt machen wir auch nicht viel falsch. Mit dem Kokosblütenzucker. Ich glaube, es ist nicht ganz so süß wie der Rohrzucker, oder? Bildband. Ja, und er hat gerade was Lustiges. Muss man fast kosten. Er hat eigentlich ein ganz gutes Cider-Aroma schon. Er hat ein bisschen was von Ahorn. Ich auch ein bisschen. Mhm. Also, ganz gut, gell? Voll. Ist nicht so süß. Ist wie ein Ahorn. Und ist von der Konsistenz auch lustig im Mund, gell? Weil er nicht so kristallin ist. Also wir empfehlen jetzt hier ab sofort diesen Kokosblütenzucker zu verwenden. Das wäre vielleicht auch was für die Cocktails, Markus. Was ist in dem Spice Me Up drin? Bourbon. Bourbon, dann ist es Drum heißt das. Das ist gut gewählt. Ja. Alle Gewürzen basieren auf normalerweise Rum, Jamaican Rum, eine Cent. Ja. Lemon Juice und Sirup. Sirup? Was ist Sirup? Nein, das ist 1:1 Zucker. Ah, okay. Aber ich bin drauf gekommen, dass der weiße Zucker, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, sondern brauner. Ja, brauner. Der weiße Zucker hat so einen komischen, auf der Zunge so einen komischen Geschmack. Ja. Ich habe das von verschiedenen Dosierungen probiert. Der hat immer so einen komischen Nachgeschmack. Also okay. Gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt wird es kurz lauter. Du bist du auf Szene 1? Ja, super. Gut, das verrührt jetzt. Und dann kann bitte jemand googeln, was bei Kenwood Kitchen Chef E4 bedeutet. Ich wollte sagen, E, das ist so klar. E ist Aaron, das macht immer so ein Piepsgeräusch und ich habe keine Ahnung wieso. Nein, das ist nicht so ein Fehler.
Lass sie noch wieder in los. Hallo. Wann kommt die Iris? Ja, gleich, die wird gerade geholt. Gleich. Geduld, Geduld. Geduld, genau. So. Der ist, glaube ich, schon fertig. Irgendwas mit einer Abdeckung. Ha? Irgendwas mit einer Abdeckung. Das, aha, dass da eine Abdeckung fehlt, das kann sein. Kann ich ein bisschen kosten? Kannst kosten, ja, warte kurz. Gib dir eine Schüssel. Ich koste das jetzt auch und sage euch, wie das schmeckt. Ich glaube, fast gar nicht süß. Fast gar nicht süß? Ja. Was ist das? Das ist das Crumble. Nur ein bisschen süß. Bisschen süß? Nur ganz schön. Aber ist doch gut, oder? Wie es da kostet. Ja. Gut. Also. Hello, new guests. Hello. We're still at the first course. Great. We're doing a rhubarb crumble. Correct comment. Douce pain. Okay. Huh? So, ich zeige jetzt, machst du mal Kamera Szene 2 bitte. Szene 2, was? Ja, danke. Das schaut dicker aus. So. Also das ist jetzt absichtlich nicht so süß. Und die Idee ist, man formt hier aus dem Teig. Do you have any questions? Your German is good? Yeah. Fluent, okay. Mach mal keine Sorgen, gut. Na, ich vergiss es manchmal, ja. Also wir machen hier mit den Fingern so kleine Crumbles oben drauf. Wir haben hier jetzt ein Mandelmehl verwendet. Wir haben hier Kokosblütenzucker verwendet. Gesundheit. Und wir teilen das jetzt mal auf 4 so Gefäße auf. Das bleibt da stecken. Das bleibt stecken, das kann am WLAN liegen. Ja, ist ein WLAN. Ich habe hier noch keine, also ich reibe es jetzt mal so. Ich habe so einen Crumble noch nie gemacht, muss man sagen. Ja, es gibt also für alles irgendwie ein erstes Mal. Mir sind die Stücke aber eigentlich etwas zu groß. Ich hoffe, also wenn ein Patissier uns zuschaut, anybody here has crumble experience? Nobody. Just eating. Ja, just eating. Da ist gerade jemand durchs Bild gelaufen. Echt wahr? Gemein. Ja. Er schaut jetzt wieder um auf Szene 1. Genau. Also ob ich alle Crumble hier unterbringe, weiß ich noch nicht. Sieht aber ganz gut aus. Es werden eh nur die Kinder essen, den Crumble vermutlich. Jetzt muss dann jemand auf die Uhr schauen. Naja, sobald es ins Wort kommt, 20 Minuten. So. Jetzt verteilen wir diesen letzten Rest noch. Ich glaube, es ist relativ viel Crumble, aber gut, werden wir sehen. Es ist dann eine. Unten ist da, sind die Stücke vom Rhabarber. Rhabarber, genau. Hä? Ich habe gedacht, das wird gemischt. Die Konsistenz mit dem Mehl, mit dem Mandelmehl, Harry, ist ganz gut. Ich habe ein bisschen Leinmehl reingetan, damit es besser bindet.
Also man sieht, die Konsistenz ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, es sind etwas zu viel Crumble, liegt aber vielleicht daran, dass das Mehl sich einfach anders verhält. So. Jetzt ist der Moment, wo das in den Ofen kommt. So. Wenn du Hilfe brauchst, der Fanny ist da. So. Also ab jetzt 20 Minuten. Dann schauen wir nochmal. Gut. Kommen noch mehr Kinder. Allen Alters. Machen wir mal diese Gemüsevorspeise, bevor wir die Hauptspeise machen, weil die Hauptspeise müssen wir wirklich so machen, dass man die dann auf den Tag essen kann. Was ist nochmal die Hauptspeise? Was ist nochmal die Hauptspeise? Diese Spaghetti, die aus Zucchini gemacht sind. Very good. Du wirst hungrig sein, wenn du so weiter trinkst. Prost! Oder umgekehrt, ne? Gut. Gedünstete Gemüse hatten wir gesagt, ist die Hauptspeise. Das Besondere daran, wir machen ein Tofu-Miso-Dressing anstatt eines herkömmlichen Dressings wie in Italien üblich, wo man ja einfach Aceto, Olivenöl, etwas Knoblauch, Petersilie dran gibt. Wir versuchen es ein bisschen proteinreicher zu gestalten. Und versuchen mal, das aufzubrauchen, was wir vom letzten Mal noch übrig haben. Also man kann das gut dünsten. Wir haben diese Zucchinis. Wir dünsten aber auch den Sellerie, soweit es noch möglich ist, und die Kohlrabi. Und schmeißen das alles hinten in den Dämpfer, den wir jetzt schon mal... Keine mehr Lasagne? Na? Heute nicht? Heute nicht. Letztes Monat war die Lasagne, für die, die aufgepasst haben. Hab nicht mehr Saison. Hat schon noch Saison, aber wir können nicht immer mit mehr Lasagne kochen. Okay. Versuch's mal mit Melanzani-Pasta, das schmeckt uns nicht. Melanzani-Pasta? Schwierig. Nein. Na? Also für die Soße meinst du, oder? Ja. Das geht. Aber wir haben schon zwei, drei unterschiedliche Dips gemacht. Und insofern spare ich uns diesmal die Melanzani, sondern mach was anderes. Ah, was machen sind diese Kartoffeln, Panagiotti? Welche Kartoffeln? Willst du die mal kurz schälen? Ja, kann ich schon. Also, wir machen es beim Dämpfen so, dass wir die etwas festeren Gemüse mitten reinlegen und die etwas... Der offen ist, ist kalt. Es gibt keinen Ofen, glaube ich. Glaube ich schon. Hinten gerade. Genau. Weil die anderen habe ich erst um 4 reingestellt. Wir probieren heute einen anderen grünen Wein. Willst du noch? Ich habe noch von dem wahnsinnigen Getränk von Markus. Aber heute probieren wir auch einen Prosecco-Trink. Ja, okay. Mit Bergamottelikör. Letztes Mal mit deinen Cocktails war betrunken. Aufpassen, ne? Monkey Gin. Was? Monkey Gin. Oh, ich liebe Monkey Gin. Papa! Ja. Auf der oberen Kamera sieht man alles ein bisschen heller als auf der anderen. Okay. Gut, beobachte. Schaltest du nochmal auf Szene 2, bitte. So, wir schneiden jetzt diese Sellerie ein wenig dünner, wie man sieht. Ja, hat einfach den Zweck, dass es dann besser, leichter, schneller gart. Schau, sind eh nur die zwei, will die gerade drin. Die schneiden wir dann nämlich auch so dünn. Ich lege die jetzt hier rein. Lege dann die paar Kartoffeln noch dazu. Je dünner man es schneidet, umso besser gart es in dem Fall durch. Sonst ist es mit den Zucchini, die doch viel schneller durchgaren, einfach unfair. Ja? Das ist der beste Weg, das Garergebnis zu beeinflussen. Man könnte natürlich auch das dann dazugeben, ist aber
So unkompliziert. Super, danke. Kohlrabi hat auch gerade Saison. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kombination schmeckt. Ich habe auch, muss ich gestehen, das Dressing so noch nie gemacht. Macht aber nichts. Wir experimentieren. Was? Das riecht so gut. Das riecht so gut nach. Bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Das hast du gerade in die Dünste. Kohlrabi. Ja. Nein, Sellerie. Ja, Sellerie. Genau. Also auch die Kartoffeln schneide ich dünn. Das sind die Speckigen, die wir das letzte Mal hatten, wo wir gesagt haben, die sind sehr speckig. Kartoffeln passen aber ganz gut zu gedünsteten Gemüsen an sich. Außer man will Kohlenhydrate vermeiden, dann lässt man sie weg. Super, danke. Bitte, bitte. Wir legen jetzt, das hat doch immer so drei Etagen gehabt, wo ist die dritte? Du hast drei, oder? Nein, das ist zusammen. Ihr habt zwei. Ja. Naja, ist egal. Also, wir tun uns ein bisschen auf Zeiten. Zwei Etagen. Früher waren es drei. Aber so ist es im Alter, man vergisst die Sachen. Kann ich das lieben? Ja, kannst du. Schau. Danke. Mal Zeit. Die anderen Soda sind schon fertig. Wirklich? Musst du immer das Ohr dran halten. Ja, kann sein. Wenn du das Ohr dran hältst und es blubbert, ist es fertig. So. Tschau. Jetzt, das kommt oben drauf, das wird unten, kriegt mehr, ein bisschen mehr Hitze, oben tun wir die Zucchini drauf, schauen wir mal wie viele. Weil weicher. Ja, sonst könnt ihr die 5 Minuten früher stellen und die anderen dann dazu, weil ich werde das vergessen. Ja. Die Zucchini schneide ich in relativ dicke Ringe. Auch wegen dem Alter, oder? Hm? Auch wegen dem Alter? Auch wegen dem, ja, du meinst das unten, das ältere wird, ist eher zäh, okay? Nein. So, jetzt nehme ich noch einen von den Zucchinis und dann werden wir noch ein bisschen Paprika dazu tun wegen der Farbe und dann machen wir das Dressing. Kann man mit Brokkoli machen, gab es heute keinen. Es gibt seit Wochen kein Brokkoli. Gibt es seit Wochen kein Brokkoli, gell? Jetzt. Ist mir auch schon aufgefallen, woran mag das liegen? Keine Erntehelfer? Mir ist kalt. Das kann sein. Manfred, dein Kind friert. Ja. Ich halte die Heizung ein. Papa, kennst du, wenn du dort bist, das gleich. So, bei den Paprika die Kerne raus. Danke. Da hinten kocht es schon. Wir schneiden den jetzt einfach in Streifen. Dass man das dann noch an der Platte schön anrichten kann. Ein bisschen der Farbe dazu. Könnte man auch mit Karotten machen. So, ich schätze 10 bis 15 Minuten. Die sind also gleichzeitig fertig wie der Crumbers. Wir kosten von dem verführerischen Nass. Ah, cheers! Cheers, cheers! Der ist ziemlich gut, ja. Empfindlich. Mit einem riesigen Eiswürfel. In einem Eiswürfel. Der Ice Cubes hat eine Special Party. Gut, ich zeig noch mal. Ich zeig noch mal die Vorspeise. Und gehe daran, den Dressing zu machen. Wir brauchen einen Mixer. Und wir haben gesagt, das Spezielle ist, wir machen es mit Tofu. Gut, welche Kameraeinstellung haben wir gerade? Szene 1.
Gut. Also ihr könnt den Tofu bei dem Supermarktgiganten eures Vertrauens kaufen oder ihn selber machen. Wie ihr ihn selber macht, zeige ich in den nächsten Wochen. Beim Tofukauf darauf zu achten, dass es ein Bio-Tofu ist. Die Bio-Verordnung in der Europäischen Union verbietet genetisch modifiziertes Soja und besteht eigentlich auch auf einheimischem Soja. So wie dieses kommt aus der Region Neusiedlersee. Wir sind ein bisschen mehr, wir machen etwas mehr als im Rezept steht. Im Rezept steht vermutlich Seidentofu. Ich mache es mit normalen, ich habe keinen Seidentofu. Tofu, okay. Ich habe also auch keine Seidentofu gefunden, obwohl es eigentlich sich mit dem Seidentofu empfiehlt. Schneid den ein bisschen klein. Hallo. So. Wir beginnen mit dem Knoblauch. Esst ihr alle Knoblauch? Natürlich. Richtige Antwort. Du? Ja. Was isst Mama schon? Lecker Knoblauch. Oh, lass sie, Patrick. Lass sie. Was ist das für Masse? Ach, lass sie, dann nein. Sie kann. Ich hab gerade mal Schreit, da kann man ein bisschen halten. Das habe ich allein noch. So, also. Hier kommen immer mehr Kinder zu einer echten Muppet-Show. Ich gebe den Knoblauch zuerst rein, ich passiere den kurz, damit er fein wird, weil ich das später mit dem Knoblauch nicht mehr so unter Kontrolle habe, wenn das Tofu mal dabei ist. Wir geben das, ich nehme jetzt 2 Zehen. Rezept, ja. So. Der ist ein bisschen blöd gebaut, der Mixer. Was ist jetzt der Fehler, Markus? Wie hat der Kassen? Deckel ist weg, da muss man aus und wieder einschalten. Erst jetzt probieren wir es nochmal. Wir machen den Knoblauch klein. E04 ist die Fehlernummer. Ja, nein. Aber er ist nicht gut. Gut. Wir haben das jetzt mal, der ist relativ klein gehackt, noch nicht ganz so, wie ich es gern hätte. Ich mache ein bisschen Zitronenschale dazu. Jetzt waschen wir die trotzdem nochmal ab. Das passt mir ab. Nachdem die eh in den Mixer kommen, werde ich die nicht groß reiben. Habt ihr alle Platz? Also, die kommt dazu. Kommt der Saft dazu. Gebt den Knoblauch ganz zum Schluss. Hat schon jemand an mein Geschenk gedacht, die Zitronenpresse? Voll vergessen. Kein Spaß. Ich war beim Obi und wollte mitnehmen für dich. Und dann beim Schlauch kaufen. Und jetzt gebe ich auch gleich das Miso dazu. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Ja, es ist gut so. So, Szene 2. Jetzt. Miso. Man kann unterschiedliches Miso verwenden. Ich habe hier ein Reismiso. Wir werden das mal probieren. Reismiso hat einen gewissen Salzanteil, deshalb macht es hier Sinn, mal vorerst kein Salz dazuzugeben. Ich nehme mal da einen Teelöffel. Extrem Japan-Laie spricht. Was ist Miso? Ist da die Frage jetzt blöd? Ja, die Frage ist gut. Ich kann sie nur begrenzt beantworten. Grundsätzlich ist es ein Fermentationsprozess eines Proteins, das du halt in Reis findest, in Gerste findest, in Kichererbsen findest, etc., ist ein relativ langwieriger Fermentationsprozess. Hier müssen wir nur schauen, dass man die Technik nicht abbaut da drüben. Ja. Ich mixe das jetzt nochmal. Ja, kannst ruhig auf die andere Szene kurz schalten.
Ja, also gut, ich sehe so, tut sich da wenig. Wir tun jetzt gleich den Tofu dazu und schauen, was sich dann tut. Ich glaube, es wird auch ein bisschen... Machen wir mal zuerst das. Ein bisschen Wasser. Kann ich leider nicht anders einschalten als so. Das ist für die Kamera. Für die da. So, Achtung, laut. Kurz gedulden. So, wir sind gespannt. Wenn euch fad wird, könnt ihr ruhig was anderes machen. So, sind wir auf Szene 2? Ja, macht mal Szene 2. Ja? Ja, gut, also wie ihr seht, haben wir hier eine wirklich cremige Konsistenz jetzt hinbekommen. Das ist jetzt fast wie so eine Sahnecreme. Ich werde vielleicht noch ein bisschen Tofu dazugeben. Schmeckt's gut. Also, das fehlt. Noch ein Teelöffel. Zwei. Ja, und dann schauen wir nochmal. Drei. Mir ist es noch zu wenig intensiv nach diesen Miso-Geschmack. Das ist interessant, wie flüssig der Tofu wird. Ja, mit ein bisschen Wasser. Hast du aus Wasser ein? Ich habe schon ein bisschen Wasser dazu. Intensiv. So, ihr seht schon, das ist ein bisschen dunkler. Also ihr müsst dem Hund dringend einen Cocktail geben. Das ist Miso in der Luft. Soll ich auf Szene 1? Es ist schon ganz interessant. Frage ich euch mal, was noch fehlt. Das ist ja alles auf YouTube. Du kannst das nicht machen. Wer will kosten? Alle! Auf die andere Seite. Schau mal, was du sagst. Also außer von der Konsistenz, die kann noch weicher sein, aber ich glaube, das liegt am Tofu. Ganz interessant, oder? Was fehlt noch? Wofür ist es? Es kommt über die gedünsteten Gemüse. Gar nichts. Gar nichts, oder? Lass mal das so. Soll ich es noch ein bisschen machen, zwecks cremiger werden? Also das ist jetzt die... Du willst gar nichts tun. Vielleicht ein bisschen Tofu dazu, aber nicht viel. Dass es noch dicker wird? Ja, ein bisschen, ja. Das Einzige, aber der Geschmack ist sehr gut. Sehr lecker. Super. Gut. Also, machen wir das noch ein bisschen... So. Kommt dann einfach übers Gemüse. Kann man vielleicht mit so einem, wenn man ihn findet, Gummihund ein bisschen auskratzen. Was sagt denn unsere Zeitmessung? Gut. Ich habe noch drei Eisbücher. 28, 49, es sind 20 Minuten jetzt, glaube ich, oder? Na, wegen
wegen dem Crumble. So. Ja. Kann ich noch ein Tofu? Ja, meistens so. Ja. Ist das Tofu? Ja. Da merkt man den kulturellen Unterschied. Auch in der Familie. Schau, wie es die Sauce kostet. Mit deinem Tofu. Schmeckt das sicher. Das ist also die Sauce für unsere. Gut, gell? Gut, super. War ein bisschen scharf, aber sehr gut. Danke. Gut. Ihr müsst die Kinder nicht ins Klo sperren, die können ja mein Gästezimmer verwenden. Ja, gut. Gut, jetzt Hauptgang, liebe Leute. Was sagt die Uhr? Ist das Gemüse schon durch? Ja. Ja. Sehr unkonzentrierte. Ihr habt Zuschauer, als wären sie gar nicht da, ja? Der Hauptgang ist fertig. Ich zeige euch kurz, wie wir das jetzt anrichten. Kann ich mal Szene 2 kurz haben? Also wie man sieht, haben wir da jetzt unsere gedünsteten Gemüse. Wir haben den Kohlrabi. Es ist alles, der ist bissfest, die sind weich. Wie ihr seht, ja. Das schaut sehr lecker aus. Danke. Eine Zange wäre jetzt irgendwie praktisch, habe ich nicht. Macht nichts. The list, where's the list? Dann werden wir ein bisschen von den Farben her mischen. Das ist Zucchini. So, das dürfte sich sehr schön ausgehen von der Temperatur her. Dann haben wir diesen Sellerie. Gin. Was trinkst du denn? Ich trinke diesen von Markus, dieses Kill Me Quickly heißt der, glaube ich. Killing me softly. Eher quickly, passt schon. So, was ich jetzt mache, weil ich habe dieses wunderbare Bio-Kräutersalz von Wieber. Tun wir da noch die restlichen Erdäpfel dazu. Gegessen wird es in Italien klassischerweise kalt. Wo sind die Kinder? Kinder sind ja mal in den Keller gesperrt. Nicht alle, das stimmt. So, da gehen wir jetzt in die Mitte. Noch diese. Und wie ihr seht, das ist alles gut durchgedünstet, ging schnell, ging zeitgleich. Nachdem ich es mir irgendwie nicht verhalten kann, tue jetzt da noch ein bisschen Olivenöl drüber, damit auch die griechischen Gäste bis zum Dessert da bleiben, die mir sonst jetzt genau gehen würden. Nie im Leben. Gut. Also ihr seht, wir tun ein bisschen davon und am Schluss kommt dann noch dieses Dressing, was natürlich auch farblich jetzt ganz gut ausschaut, da drüber mit diesem Miso-Geschmack. Gut, das können wir schon mal wegstellen. Voilà, jetzt kurz Klarschiff und dann machen wir die schnellste Pasta überhaupt. Jetzt bin ich gespannt auf den Apparat. Ja, ich bin auch gespannt. Wer möchte denn den Apparat bedienen, Fred? Fred. Na, voll Schuhe. Also. Ich gebe nur kurz die Hände raus. Ja, ja. Wir haben ja
Das ist ein Pasta-Gericht, das ist Low Carb und vegan. Haben wir Szene 1? Ja. Ja. Wenn man ein Pasta-Gericht sozusagen, das also nicht mit Pasta tatsächlich gemacht wird, sondern mit Zucchini. Das ist Low Carb, man kann es vegan machen. Ich habe jetzt Parmesan mit, weil eine meiner Assistentinnen würde das ohne Käse nicht anrühren, das Gericht. Gell, nein? Mhm. Ja, und insofern machen wir es mit Käse. So, also, du kannst, die Zucchini sind gewaschen. Mhm. Und was jetzt passiert ist, ich zeige es dir mal, oder du probierst mal selbst. Ich würde, also man muss immer schauen, dass die Zucchini nicht größer sind. Da habe ich die extra, diese extra gekauft. Ah, okay. Es gibt eine feine und eine grobe. Und im Prinzip ist das, was man tut, das, ne? Wow. Ah. Ja? Wow. Und es kommt. Das ist was I was talking about. Da kommt das raus und man kann, schau, das direkt da rein und in dem dünsten wir es. Ich mache die Sauce und wir geben es nur zusammen finito. Perfekt. Ich schaue ganz kurz nach den Crumbles. Achtung, heiß. So, kann ich mal die Szene 2 haben? Habe ich schon die ganze Zeit. Danke. Hey. Hey. Super. Schaut's mal. Oben ist es gebacken, unten blubbert's. Ja, die sind also fertig, diese Crumbles. Auch hier, seht ihr das? Toll. Gut, die könnten oben noch eine Spur knuspriger werden, das mag am Mandelmehl liegen. Ich mach kurz den Grill das ist an. Wirklich gut. Gut, gell? Wow, recht ja. Also ich werde es ganz kurz überbacken. Vielleicht zum Abschneiden. Wenn man es in die andere Richtung dreht, dann schneiden sie auch, dann werden es kürzer. Wie? Wenn man es in die andere Richtung dreht. Kurz in die andere Richtung dreht, ja? Genau, dann schneiden sie auch und dann können wir weiter. Okay, vielleicht machen wir es dann nicht zu lang. Ja, weil mit dem, das war immer das Problem. Dass die super lang sind, gell? Genau. Und wenn man es aber in die andere Richtung dreht, nach der nächsten Zeit, okay, dann schneiden sie auch und dann können wir weiter. Danke. Gut, ich schalte kurz hier auf Umluft grillen für 5 Minuten. Du drehst, lass mich. Crazy. Der Crumble ist nice, ja? Manfred, könntest du vielleicht ein bisschen ein Stück mehr machen? Er darf nicht zwei drüber, weil ich muss auch noch was kochen, weißt du? Ja, ein bisschen mal. Ein bisschen, na gut, lass mal dich ein bisschen da stehen. Das ist doch super. Gut, ich mache die Soße. Das Rezept gibt es mit geräucherten Tofu, klein geschnitten, kurz in der Pfanne angebraten. Ich verwende Champignons. Es geht darum, in das Gericht eine andere Konsistenz zu kriegen beim Essen. Also etwas, was ein bisschen Widerstand bietet. Das kann das Tofu ganz gut, nur haben wir heute Tofu schon im Dressing. Und deshalb machen wir das jetzt so. Und zwar, jetzt musst du wieder ein Stückchen rutschen, I'm sorry. Na komm. Ich heiße die Pfanne mal vor auf 120, 140. Ich gebe ein bisschen ein neutrales Öl dazu, weil ich hier jetzt nicht unbedingt diesen Olivenölgeschmack drin haben will und nehme ein Maisheimöl. Aha, das sich nicht öffnen lässt. Ja, ein bisschen steckt es immer. Ja. Das musst du einfach durchdrucken. Brauchst du einen Kochlöffel? Ich glaube, es geht schon. Da schon. Ja, super. Ja, unten sammelt sich nämlich so ein. Ja, einfach da rein. Ich heiz die Pfanne vor. Wir würfeln die Champignon doch eher feiner. Also Ziel ist es hier, kleine Würfelchen wie gebratenen Speck hinzubekommen. Das gehen wir dann auf Zeiten, weil der Rest von der Soße mit den Zwiebeln und so geht sehr, sehr schnell. Kommt also sofort hier rein. Bisschen Öl. Den zweiten auch, gell? Nein, das sind 5. Für jede Person eine. Fred. Oh. It's getting hard work. Yeah, you're gonna be an expert. Warum machen wir das jetzt zu zweit? Nein, sonst sind wir schneller. Ja, ja. Wie du dir schon gedacht hast. Aber es geht ganz easy, oder? Super.
Weil wir machen das so, dass wir jetzt nur die. Wir dünsten die und vermischen das dann und dann kann man schon essen. Mhm. Also das kommt gar nicht mehr. Das dünstet 15 Minuten maximum, weil es so dünn ist. Ne? Das ist der Clou dran. Muss ich sogar schauen, dass ich nachkomme mit meinem Schwammerbräunen. Ich gebe an die Pilze jetzt ein bisschen viel mehr, weil es ganz gut passt. Es ist hier kein Hochpräzisionsschnipseln gefragt, sondern einfach nur ein Zerkleinern. Also ihr seht es eh, ich drehe bis zu einer gewissen Länge, dann kurz zurück. Ja, genau. Dann sind es nicht zu lang, das ist nächsten. Gut. Der Crumble wird ganz kurz noch überbacken. Schaut sehr gut aus, riecht wahnsinnig. Er wird nicht so knackig wegen dem Mandel. Ja, genau. Super. Das tut man dann in einer Zucchini-Suppe oder Gemüsesuppe oder sowas. Sehr lustig. Oder du fütterst es deinem Sohn, der das sicher gern isst. Nur mit Sicherheit. So, ihr seht, die fallen zusammen. Es geht also nur darum, so kleine Bits hier zu bekommen. Noch zwei. Gibt da jetzt ein bisschen mehr Hitze. Great. I like this little. This is nice, huh? Mm. Ich glaube, du kannst dann schon das zweite verwenden. What else you can use it? Carrot. Oh, cool. Cool, ja? Tolle Idee. Na, vor allem, das geht sehr vielfältig. Das geht mit Tomatensauce, das geht mit Schwammersauce, geht mit Rahmsauce, geht mit. Also, da kannst du spielen. Ich finde, das schmeckt mit allem gut. Und man weiß eben auch wirklich, was drin ist. Ja. Nicht dieser furchtbare Hartweizen, ne? Kohlenhydrate. Ja, wenn du wüsstest, wo er herkommt, wäre es gut, aber das weiß der meistens nicht. Ja? Das ist ja kläglich gescheitert. Ja? Die wollten eine viel detailliertere Herkunftsangabe, verpflichtend EU-weit. Ja. Und das ist jetzt nur totales Wischiwaschi. Mhm. Also kannst du Pasta aus Italien haben und weißt immer noch nicht, wo der Hartweizen herkommt. Gilt nur für den Hartweizen oder für? Gilt für alles. Sämtliche Herkunftsangaben. Ja. Okay. Das ist quite heavy one. So. Ich brate die Champignons scharf an. Ich möchte, dass die kleiner werden. Ich möchte einfach daher, danke. Dann kommt ein bisschen Thymian dazu. Ich lösche die am Schluss kurz mit dem Essig ab. Dann kommen die raus und ich mache die Soße, Knoblauch, Zwiebeln. Bis dann hier ist Konsistenz. Gut, oder? Rosmarin, ne? Thymian. Thymian. Almost, not bad for a Greek. So, schaut doch schon ganz gut aus, oder? Achtung, Crumble. Also den Crumble hole ich jetzt raus. Aber die Dame, weil die Karte war so.
Schau, da. Passt schon, ne? Also, Crumble ist jetzt überbacken, lassen wir runterkühlen. Auf welcher Szene sind wir denn? Ich habe keine Ahnung. Auf welcher Szene sind wir? Panayotti, can you have a quick look on which scene we are? Zwei. Okay, also wie ihr seht, das köchelt jetzt vor sich hin, sieht so aus, wirklich ausgezeichnet. Kommt jetzt raus. Die Farbe ist gut. Gut, jetzt. Also, wie ihr seht, das ist das, was wir eigentlich wollen. Da kommt Farbe rein. Ja? Mache ich absichtlich mit großer Hitze, damit es eben ein bisschen freut. In der Zwischenzeit bereite ich vor, was in die Soße kommt. Ich habe hier noch eine etwas hilfsbedürftige Frühlingszwiebel. Die ist am Ende ihrer Lebensdauer. Gelinde gesagt. Mein letzter Schluck. Ah. Die legen mich sorglich. Was ist das? Das ist ein Monkey-Gin-Spritz. Monkey-Gin-Spritz, genau mein Getränk. Das ist Pergamotte-Likör. Aber Tobias, ich habe ein Beet draußen, ja, an der Terrasse. In das arbeite ich die wirklich nicht mehr verkochbaren Gemüse ein. Gescheit, Düngung. Und du glaubst nicht, ich habe vor 6 Wochen oder was alte Tomaten einkauft, vergammelte. Ja. Ich habe mittlerweile so eine Pflanze. Tatsächlich? Die aus der mittlerweile sehr defekten Tomate schon rausgewachsen ist. Super. Cool, interessant. Das habe ich nicht gewusst, dass das so schnell geht. Gell. Pastinaken, Tomate, Karotten, unglaublich. Cool. Ja, das erstaunt mich sehr. Das war mir bisher neu. So, jetzt sind wir ein bisschen, ja, da schauen wir was. Ja, super. Farbe ist jetzt perfekt. Kleiner Schluck Aceto Balsamico. Kurz verdunsten lassen. Pfeffer. Beiseite stellen. Kommt am Schluss wieder dazu. Pfanne gleich auf der Hitze lassen. Zwiebeln dazu. Wie gesagt, ich nehme jetzt ein neutrales Fett, weil ich eigentlich hier kein Olivenöl sozusagen als Geschmack habe. Immer nur 2 Minuten. Ja, ja. Zwiebel ist immer wichtig. Ich reduziere jetzt hier runter auf 240, auf 120, damit wir das ein bisschen dünsten können. Yay! Yeah. Na, weißt du was, könntest du noch einen Petersil hacken? Ja, von oben. Ja, da hinter dir, da. Ah. Die Zwiebel wollen wir eher glasig als braun. Wichtiger Bestandteil dieser Carbonara-Version Zwiebeln, auch Knoblauch. Das werden wir, glaube ich, drinnen essen, oder? Also regnet uns oben immer, aber besonders warm ist es wahrscheinlich auch nicht. Gut, super. Ich gehe ein bisschen hoch auf 140. Cheers, this is not to drink yet.
da haben wir noch einen. Okay. Ich nehme hier zwei. 10. 10. Ja. Oh, jetzt hat sie noch. Ich mag die Jeans. Oh, nicht? Was? Bitte schön. Ein bisschen die Hälften feststreuen. Oder nein, ein Viertel, das ist tricky. I like love it. This one is great. Genau. Das ist eindeutig zu viel. Wir machen mal ein Petersil-Schaumsüppchen, das ist alles sehr gut. Brauchst du noch oder so warm? Ja, den brauche ich dann da drüber am Schluss. Wir sind hier nämlich auch schon relativ nah. Ich blende nochmal das Dessert ein. Also, die Soße ist am Fertigwerden. Die Zucchini werden wir jetzt draufsetzen. Zu dem Mandelmus, das wir gemacht haben. Auf welcher Szene sind wir? Eins, glaube ich. Gut. Also, heute hatte ich nicht mehr genug Mandelmus im Haus und habe jetzt welche selber gemacht. Das sieht dann so aus. Wow. Wie geht Mandelmus? Man nimmt Mandeln, gibt sie in den Ofen, röstet sie bei 150 Grad ca. 5 bis 8 Minuten. Dann kommt das Öl aus der Mandel, dann kommt sie in den Mixer. Und wird einfach gemixt. Sollte man Probleme dabei haben, dass das Öl austritt, gibt man ein bisschen Kokosöl oder irgendein anderes neutrales Öl dazu. Und dann hat man binnen 5 Minuten Mandelmus. Das Mandelmus ersetzt hier jetzt das Ei. Bindet also, oder? Macht diese Cremigkeit, die wir wollen. Wir sind an sich auch so weit fertig, dass wir die Soße jetzt fertig machen können. Gut, ich gehe hier runter mit der Temperatur, gehe nochmal auf die Szene 2. Kannst du das kurz machen, Fred? So. Wir sehen jetzt, wir sind jetzt hier vom Röstvorgang ganz gut, wir sind leicht gebräunt. Es kommen mal die Pilze dazu. Nicht alle, schauen wir mal, wie viel wir noch brauchen. Wie gesagt, hier geht es mir ausschließlich darum, eine Bisskonsistenz herzustellen. Ein bisschen Zitronensaft. Wir machen zuerst die vegane Version. Whoever, who's vegan? Vegan, no, you're not. You're alle. Jeden Dienstag und Freitag, wir sind alle. Du Armer.
kriegst nie was Gutes zum Essen. Nein, letzte, was ist heute Freitag? Letzten Dienstag haben wir auch Fleisch gegessen. Ja, genau. Vorletzten Freitag haben wir wieder. Huhn. The cauliflower was amazing. Really great. Gut, ich koste das mal. So. I like it. Salz. Wo ist mein Salzstreuer? Hilfe! Hilfe! Wo ist mein Salzstreuer? Ah, oben. Ah, klar. Danke. Und oben auch. Es gibt eine. Bisschen hier von... Bisschen Pfeffer. Ich werde jetzt da mal eine Portion nur anrichten, damit wir das sehen. Hier Mandelmus, selbst gemacht. Natürlich jetzt etwas dunkler als das gekaufte. Nachdem wir mehr sind, gebe ich von dem gekauften auch gleich was dazu. So, wie ihr seht, man kriegt sofort eine cremige Konsistenz. Mehr Zitronen. Mehr Salz. Ich werde jetzt auch ein bisschen Wasser noch dazugeben. Das ist doch relativ heftig. Oh, 5 Minuten weg. Ja, danke. Tell me 2 minutes. Oh, actually no. So. Die sind jetzt al dente, diese Zucchini. Komm ich. Yes. Er will nur mit dir spielen. Ein bisschen Wasser. Wo sind deine Kinder gegangen? Keine Ahnung. Oder war auch. Gut, das war jetzt vielleicht ein Fehler mit dem Wasser. Weil es fester wird. Ja, probably a mistake. Doesn't matter. Wenn man Wasser dazu tut, wird es ein bisschen härter. Interessant. Gut, haben wir alle was dazugelernt? Also wie ihr seht, die Konsistenz verliert sich leicht durch das Wasser. Wir richten es jetzt einmal an. Schaust du mal, ob wir auf Szene 2 sind? Szene 2. Ich richte es jetzt einmal an. Und dann kannst du auch sofort jemand kosten. Und dann seht ihr, wie schnell dieser Gang geht. Wir nehmen ein paar von denen. Oh.
Ja, also wie ihr seht, durch die Zugabe von dem Wasser ist die Konsistenz suboptimal. Ich habe ein bisschen Wasser dazu getan, es war ein Fehler, weil, okay, es, weil sich dadurch dieser Sugo, der vorher so sämig war. So, wir kochen das ohne Wasser. Ja. So, wir mischen es einmal durch in der Schüssel. Dann kann man es. Anrichten. Kommt noch ein bisschen Petersilie drüber. Ja, die verwenden wir noch. Und dann ist, sind diese Spaghetti eigentlich fertig. So schnell? Ja. Hast du das verstanden? Yes! All! Dann würdest du nächste Woche ein Spaghetti mit Zucchini für uns machen. Tomorrow. Shall we try them? Of course. Who wants to try? Wer will kosten? Alle. I have a sample. You tell me if you need salt or pepper. Die Sauce hat sich leider ein bisschen durch die Wasserzugabe verändert, das darf man also nicht. Ich wollte die ein bisschen verdünnen. Das muss man, da ist noch kein Parmesan dran, das ist noch vegan. Schatten! Kurz einmal so. You will survive. Ah, it's okay. You will survive. Und? Sehr gut. Ist gut ohne Parmesan. Letztes Mal. I want a Parmesan. You want a Parmesan? Wow. It's okay. It doesn't need it. What is it? It's better than noodles. Yeah, it is. For sure it's better than noodles. Zoodles. So heißt es? Zoodles. Great. Zoodles. Okay, no. Yeah, you can be okay. Papa. Gut. Was? Also. No. Gut. Ich zeige euch nochmal, was es heute gab. Wir waren heute super schnell. Ganz ungewohnt. Zero calories. Können wir nochmal die Einser haben? Super. Also, heute. Heute gab es. Als Vorspeise. Wir hatten einmal die. Kriegen nochmal die Szene 2. Szene 2? Ja. Jawohl. Und über das kommt jetzt einfach dieses Dressing aus Tofu und Miso. Also ganz unklassisch der italienischen Küche ein asiatischer Twist. It doesn't even need cheese. Ooh. I will say it again, it doesn't even need cheese. This is coming from a Greek. So, das ist die Vorspeise, gedünstete Gemüse, Salz, bisschen Pfeffer und ein Miso-Tofu-Dressing. Die Hauptspeise haben wir gedünstete Zucchini mit ein bisschen einem veganen... Diese Dinge, dass du die Spaghetti fertig gemacht hast, ja? Von wo kann man das kaufen? Das kriegt man in jedem Laden für Haushaltswaren, aha, üblicherweise. Das heißt, diese Carbonara-Soße, Zwiebeln gebraten, ein bisschen Knoblauch, Champignons für den Biss und werden dann in der Bowl durchgemixt und angerichtet. ist jetzt vegane Version auf der Basis von selbstgemachter Mandelbutter, eine Mandelmus. Und Dessert ist ein Mandelmehl Crumble mit Rhabarber. Sogar dem Hund schmeckt. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow da, ein Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen auf Twitch. Wir sind hier wieder live am
Dienstag um 18 Uhr. Ich und meine Muppets bei Ismich TV. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Followen, vielen Dank fürs Liken und bis bald. Viel Spaß beim Nachkochen. Yeah.